Wieder mein Hotel Notruf Hamburg krimineller sein, wie eigentlich immer, aber wir werden die öffentlichen Nahverkehrsprogramme nutzen, das heißt Bus und Bahn werden wir heute hier nutzen, um davon zu kommen. Deswegen werden wir natürlich erstmal hier an der Haltestelle warten, dass hier wieder ein Bus vorbeikommt. Der nächste liegende Bus ist, glaube ich, SEK Neko. Das heißt, wir werden auf den Busfahrer warten. Der wird seine Schicht einfach machen. Wie gesagt, ich habe ein paar Leute dazu genötigt, Busfahrer zu werden. Und ich hoffe mal, wir werden das schaffen, weil das wird sehr, sehr schwer. Da war gerade noch Bendis sogar auf der Liste. Auf jeden Fall werden wir mal kurz auf den Bus warten. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich, wenn der Bus dann da ist. Ich sehe gerade noch 5 Minuten, brauchen wir noch bis zum nächsten Bus. Wir können mal versuchen, schnell noch Equipment kurz schnell zu holen. At least eine leichte Pistole, Schlagring und eine Bombe, falls wir ja gleich da abgehen. Deswegen versuchen wir kurz mal schneller hier ums Eck. Wo man das nicht sein soll. Ich glaube, wo ist denn das denn eigentlich überhaupt? Hier? Ich glaube, hier soll das irgendwo sein. Kurz noch was holen, bevor gleich der Bus dann kommt. Ich habe gerade was verpennt, wie gesagt. Aber mal kurz bei dem Händler des Vertrauens vorbeischauen. So, mein Liebster, was hast du denn hier so? Eine G36 und wir nehmen den Schlagring und wir nehmen eine Bombe mit, genau. So, dann rennen wir kurz wieder schnell zurück. Wie gesagt, ich hoffe, der Bus kommt gleich nicht. Und dann werden wir sehen, ob wir dann hier in Notruf haben oder schaffen können, mit öffentlichem Nahverkehr hier das Ding zu pullen. Ich bin auch gerade, sehe ich gerade noch ein paar Red Bullies, brauche ich auch noch. Und dann werden wir gleich mal sehen. Wie gesagt, hier fuhr vorhin ein Bus lang. Aber wir müssen natürlich auf unseren Bus warten. Ich hoffe, das ist die richtige Strecke. Denn ich weiß nicht, wo dieser Bus hier lang fahren wird. In Notruf Hamburg. Das ist natürlich auch ein bisschen geil, wenn man so ein bisschen Busrouten noch hätte. Also wirklich so Nummern, anstatt halt die Namen da drauf, damit wir wissen, auf welche Route die eventuell fahren. Aber, ja, das, wie es ist, aktuell wird es auch erstmal reichen. So, der nächste Bus kommt in 3 Minuten. Das heißt, haben es perfekt noch geschafft. 2 Minuten haben wir gerade verheizt hier, um zu warten. Natürlich sagen, warten wir mal auf den Bus. So, da fährt gerade noch ein Bus. Hier ein Elektrobus sogar. Also, ich habe ganz viele Busse auf jeden Fall am Start. Aber mein Bus kommt gleich erst in 2 Minuten. Mal gucken, wo dann uns dieser Bus hinfahren wird. So, 1 Minute noch. Das heißt, der müsste jetzt eigentlich gleich um die Ecke fahren, der Bus. 1 Minute noch. Mal gucken, wo er kommt. Und dann werden wir gleich in diesen Bus einsteigen. Und ja, mal gucken, wo wir am besten aussteigen dann. Und der Bus in 0 Minuten. Also er sollte jetzt gleich kommen. Ich weiß nicht, von welcher Ecke er kommt. Er kommt von da, müsste irgendwo kommen. Oh, da kommt ein grüner Bus. Das könnte der eventuell sein sogar. Das könnte, glaube ich, der eventuell sein. Oh, das ist ein ganz schön rasanter Busfahrer. Aber egal. Wir wollen ja nur von A nach B. So, moinsen. Hallihallo. Ich steige mal vorne ein, ne, Herr Busfahrer. Da bin ich auch schon drin. Ja, ganz genau. So, einmal bezahlen hier und Abfahrt geht's. So, gucken wir mal, wo der Busfahrer jetzt langfährt. Wie gesagt, da werden die Haltestellen hier abfahren. Und dann werden wir mal gucken, wo wir am besten hier aussteigen können. Perfekt, geilster Busfahrer, ne? Weil die Polizei kann ja mainly nur nach dem Dings suchen. Nach dem Kennzeichen suchen und nicht nach der Person im ersten Fall. Das heißt, weil ich am Bus sitze, sollte die Polizei mich eigentlich nicht finden können. Aber mal gucken. Wir gucken immer nach, wo wir langfahren werden, auf jeden Fall. Hier ist da auch eine Bushaltestelle, ne? Aber ich glaube, nee, das lassen wir mal lieber. Die skippen wir jetzt mal am besten hier, weil sonst ist es ein bisschen doof, weil wir halt hier keine Anzeige haben. Nicht wissen, wann der nächste Bus kommt, auf jeden Fall. Aber mal gucken, was haben wir jetzt nächstes? Ich glaube, der fällt jetzt mal komplett außen rum. Okay, das ist die Außenroute auf jeden Fall. Interessant, interessant. Ja, mal gucken, wo unser Busfahrer hinbringt, auf jeden Fall. Wir müssen auf jeden Fall, wie gesagt, nach Hamburg. Also wenn wir es safe schaffen, so. Ah, guck mal, da ist noch ein Bus sogar. Oh, der, glaube ich, hängt ein bisschen fest, der Busfahrer. Ah, okay, ich weiß nicht, welche Route er fährt. Okay, das heißt, wir werden auf jeden Fall in kürzester Zeit in Hamburg sein. So, da geht's auch schon in die klimabedingte Zone, denn hier ist ja kein Schnee. Das heißt, wir sind schon in der Nähe von der Innenstadt in Hamburg hier. Oh, da ist noch ein Busfahrer. So viele Busfahrer auf jeden Fall hier am Start. Mal gucken, mal gucken. Oh, das wird jetzt aber ganz schön eng hier, du, ne? Das wird aber ganz schön eng hier, oder? Oh, Busfahrer kloppen sich. Oh, aber über Gelb noch gekommen. Perfekt, guck mal. Er geht sofort in den Elbtunnel rein. Genau mein Plan, den ich vorhabe. Und noch zu sagen, ich habe gerade 1 Stern ganze Zeit und ich bin noch nicht irgendwie festgenommen worden. Also wir sind auf jeden Fall noch aktuell gut dabei. Aber mal gucken, wie lange sich das hält. So, perfekte Haltestelle, die gleich kommen wird hier. Dann werden wir auf jeden Fall mal... Oh, da ist schon einer, aber... Na, okay. Wir werden es versuchen. Wir werden es versuchen, den Juve auszurauben. Hier ist ein Polizeiwagen, aber das hat nichts zu heißen. Dann, ja, werden wir mal kurz hier aussteigen einmal. Moinsen und guten Tag, schöne Fahrt noch, tschüss. So, dann gehen wir mal kurz hier rein und rauben mal den Juve aus, ne? So, haben wir die Diamanten hier? Wurde schon geknüppelt, okay. Das heißt, der Diamant ist schon weg, aber wir können ja trotzdem noch hier die gestohlenen oder aufgebrochenen Sachen mitnehmen. Nee, hier ist nichts, okay. Oh, okay. Da, obwohl, der wird schon belagert. Ich glaube, der wird schon belagert. Wir haben gerade an, wir können aber die kriminelle, oh Gott, Schutzausrüstung anziehen. Ah, okay, der wird getasert. Okay. Okay. Na, warte, wir nehmen den jetzt. Okay, der ist beschäftigt auf jeden Fall. Das heißt, ich kann hier kurz Hand annehmen. So, einmal kurz hier. Ja, will ich mit der Taser? Ich glaube, er wird den Baseballmann tasern. Genau. So, ich werde einmal kurz hier mein Stuff machen. So. Oh, nee. Oh, okay. Jetzt wird aber gescheppert. Einmal hier aus dem Weg. Wo ist der? Der müsste immer noch hier sein.
Immer muss der Polizist hier noch sein, auf jeden Fall. Aber ich glaube... Oh, warte, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Moin, Busfahrer. Fahren wir mal weiter so, ne? Aber wir fahren mal kurz schnell weg, weil das ist mir sonst ein bisschen wieder kritisch da. Weil ich weiß ganz genau, Taser und ich, das ist so eine verbundene Liebe. Die hört niemals auf. Auf jeden Fall, ja. Haben wir gerade auf jeden Fall ein bisschen Loot mitgenommen, wie man sagen. Ein paar Goldsäcke hier, ein paar Barren und sowas. Also Barren jetzt nicht, ne, aber das andere Zeug. Auf jeden Fall sind wir kurz mal hier eingestiegen bei unserem beliebten Busfahrer des Vertrauens. Und fahren wir kurz ein bisschen weg. Wir müssen mal gucken, wo ist der nächste Dealer auf jeden Fall. Der nächste Dealer, der war oben. Okay, wir gucken mal kurz, wenn wir hier runterfahren, ob der nächste gleich aufploppt. Aber bis jetzt, glaube ich, ist noch kein Dealer hier in der Nähe. Aber hat bis jetzt, abgesehen von dem einen Polizisten, der hochbedingt und sehr schwierig gerade am Maken war, haben wir es soweit geschafft einigermaßen. Also... Oh, okay, da. An der Polizeiwache, das ist ein Dealer. Und wenn ich mich nicht recht täusche, müssten wir da auch irgendwie gleich hinkommen. Ja, natürlich ist vorne nicht die Straße blockiert. Das mal gucken, mal gucken. Ah, guck, der fährt gleich wieder. Genau, der fährt gleich wieder komplett durch. Okay. Kein Problem, denn hier müsste eigentlich, glaube ich, noch einer... Wo fährt der Busfahrer? Achso, okay, der will einfach ja den Blitzer ignorieren. Ja, okay, dann juckt die Straße vorher. Also juckt den gar nichts. Okay, interessant. Okay, machen wir mal kurz in den Busfahrer runter. Dann wird er auf jeden Fall hier anhalten. Und am Hafen sollte auf jeden Fall einer sein. Und dann können wir vom Hafen aus kurz zum Boot hochrennen. Und da mal kurz einen Container hochspringen. Das ist der Plan. Das ist der Plan jetzt. Ja, kein Plan, wo der Busfahrer hinfährt. Ob das eine neue Route ist oder so. Aber ich glaube, ich werde dann mal gleich aus dem Fenster mal jumpen oder sowas. Zack. Und ja, dann fährt er jetzt, glaube ich, genüsslich weiter. Ich werde natürlich jetzt... Ich werde auf jeden Fall jetzt nicht an dem Tresor hier an den... Ja, großen Container mich bedienen auf jeden Fall. Und wir müssen, glaube ich, noch ein bisschen mehr nach vorne zum Schiff auf jeden Fall. So, dann gucken wir mal. Ist dieser Container frei? Er ist frei. Perfekt. Dann legen wir mal ein Bäumchen hier hin, knallen das Ding sofort auf. Zack. Okay, und jetzt müssen wir schnell machen. Oh, hier ist fettes Loot. Hier ist fettes Loot. Okay, das nehmen wir mit. So, müssen natürlich ein bisschen rauszoomen, dass wir auch sehen, dass ja gleich nicht die Polenta irgendwie aus dem Netz angestürmt kommt. So, ein paar Cookies mitnehmen. Okay, okay, easy. Okay, das ist ein Zivi. Okay, das ist ein Zivi. Der kann mir... Oh, der ist nicht böse auf irgendwie eine Art. So, dann gehen wir mal raus hier, ne? Ganz genau. Und dann gehen wir mal weiter. Okay, da hinten funkelt ist leider ein bisschen bläulich. Aber das sollte, glaube ich, kein Problem sein. Ja, okay. Er ist schon weg. Das heißt, wir können weiterlaufen. Das ist, wie gesagt, hier ein bisschen gerade critical. Aber das sollten wir hinkriegen. Da ist der Dealer. Das heißt, wir laufen mal kurz hier zum Dealer entlang. Und wenn wir kurz die Sachen dann los. So. Ah, da im Elektrokasten sitzt der. Okay, dann einmal kurz hier vorbeisteppen. Wir haben Schmuck. Okay, wir haben schon noch Schmuck dabei. Das Rest war Geld anscheinend und Cookies. Das heißt, da haben wir auch mal fette Beute gemacht. Wie viel insgesamt? 3,05k. Das ist doch super. Jetzt müssen wir nur wieder einen Ausweg hier finden. Der ist hier ganz schlimm rauszufinden. Da ist irgendeine Gestalt läuft da rum. Ich weiß nicht, was es ist. Ich schieß mal drauf. Okay, die Gestalt ist freundlich. Dann ist alles okay. Dann ist es Freund. Es kann natürlich auch ein Cop sein, der da irgendwie undercover ist. Ah, es ist ein Fan. Okay, es ist sogar ein Fan unterwegs. Ich habe fast einen Fan abgeschossen bei meiner kriminellen Aktivität. So, perfekt. Da, wir kommen eigentlich ganz gut voran mit drei Stellen, muss ich ehrlich sagen. Dann setzen wir uns mal hier hin und warten mal kurz auf die Bahn, die hoffentlich irgendwann jetzt gleich hier kommen sollte. Und dann, ja, vielleicht schaffen wir noch einen Raub. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Ah, perfekt. Da kommt die Bahn. Ich habe doch schon das Summen gehört. Ich wusste doch, dass hier was am Laufen ist. Perfekt. Dann würde ich sagen, fahren wir mal komplett hinten durch. Und werden dann, einmal dann, ja, gleich wieder einen Bus nehmen müssen anscheinend. So, läuft doch ganz gut der Plan aktuell. Mal gucken, wir müssten eigentlich, ich meine, da war auch ein Schmuggler irgendwo. Das heißt, da könnten wir eventuell einen Schmuggler finden, der dann uns nochmal eine Bombe geben könnte, dass wir dann in die Innenstadt fahren und dann dort nochmal versuchen, die Bank auszurauben. So, dann halten wir mal hier an, weil hier endet auch die Strecke wieder. Wir haben gleich eh rausgekickt und ich glaube, hier irgendwie ist oben spawnt irgendwie gerade nichts, interessanterweise. Das ist ein Bus. Das ist ein Bus. Ich darf meinen Bus nicht verpassen. Oh Gott. Oh. Herr Busfahrer. Warten Sie, Herr Busfahrer. Ich steige bei Ihnen kurz ein. Einmal kurz einsteigen lassen. Danke. Bascht. So, perfekt. Hier ist ein Dealer in der Nähe. Das heißt, wir werden auf jeden Fall... Danke, Herr Busfahrer erstmal. Uns einmal neue Bömmchen uns abholen. Wir werden uns mit dieser Bombe dann, wie gesagt, ausrüsten und dann Richtung Bank fahren. In der Hoffnung, dass wir dann der Bank überleben und das alles hinkriegen. Ohne Probleme. Leiter müssen wir haben. Genau, Leiter habe ich noch am Start. Und dann müssen wir mal gucken, wie der ganze Vorgang danach abläuft. Aber erstmal bauen wir eine Bombe. Denn das ist mein Ziel, die Bank hier noch auszurauben. Oh, Elektrobus. Ich will mit dem Elektrobus mitfahren. Der Elektrobus muss leiden. Der Elektrobus muss in meine Gefangenschaft reinkommen. Oh, schnell hinten eingeschmuggelt. Dann muss ich kein Ticket zahlen, weil ich ja hochkriminell schon bin. Deswegen. Oh, die Leute sind aber ganz schön hochaggressiv hier im Fahren, ne? Also, das ist schon sehr krasse LKW-Fahrer auf jeden Fall hier. Aber mal gucken, wo dieser... Hat er gerade geknallt? Ich glaube, der hat gerade geknallt.
Ich glaube, wir machen mal kurz und schnell, ne? Einen flotten Flixen, wenn mal du. Ey, hallo, ich werde fast umgefahren vom Busfahrer. Ist da asozial wirklich hier. Egal, wir laufen mal kurz schnell lang. Okay, das sieht ein bisschen, glaube ich, hart dort. Aber okay, das werden wir hinkriegen. Also hoffen wir zumindest. Ich habe auf jeden Fall zwei Waffen am Start. Einmal eine MP5 und eine G63. Oh ja, der wurde schon ausgeraubt. Okay, ja, mal gucken. Vielleicht können wir noch was reißen hier in der Bank. Wenn nicht, dann hauen wir am besten wieder ab im Bus natürlich, ne? Ist ja klar, ne? Ich schaffe noch ein bisschen Loot. Oh, hallihallo. Einfach hier irgendwelche Schnabeltiere oder sowas in der Bank. Alles klar. Egal. Wir steppen mal bis mit großen Steps dahin. Und ich hoffe mal, dass noch was dann zu looten. So. Oh. Oh, 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 oh. Ah, noch ein bisschen zu looten gibt's sogar noch. So. Den einen, die 100 Euro nehme ich mal mit. Passt. Perfekt. Dann haben wir Vincent was überhaupt gelootet. Und ich verziehe mich halt über die coole Art, nämlich über die Leiter. Und mache ihn den Leiter ran und hau ab hier. So. Und jetzt müssen wir. Müssen wir eigentlich lang? Da ist. Oh, das ist so schwer, ne? Das ist jetzt so ekelhaft. Okay, da ist Polizei. Das ist. Oh, jetzt sitzt aber. Oh, ich sehe natürlich nicht, weil mein fetter Armin im Weg ist. Ist ja klar. So, immer fette Hits austeilen hier. Ja, ja, komm, trau dich, trau dich. Der Cop traut sich nicht, ne? Oh. Und da liegt er. Perfekt. So, einmal kurz hier langsam vom Gebäude runterjumpen. Und dann, wann kommt der nächste Bus? In 7 Minuten. In 7 Minuten kommt der nächste Bus. Ich glaube nicht, dass das der richtige Bus ist. Denn der steige ich nicht an. Das ist ein Fake-Bus. Nee, das ist also Fake-Busse, die werden nicht akzeptiert hier. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Oh, warte, 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 Herr Busfahrer. Warten Sie, warten Sie. Oh, warte, 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 warte. Oh, schnell noch reinkommen. Oh mein Gott. Das war, hui, war ganz schön knappe Sache immer, du. War eigentlich eine knappe Kiste auf jeden Fall, da reinzukommen in den Bus. Das heißt, hier am Hafen, wenn er dann fertig ist, dann können wir auf jeden Fall dann hier gleich abgeben. Ja, perfekt. Das ist, glaube ich, auch der perfekte, die perfekte Taktik einfach. Das ist die Meta. So, da hinten wird sich gerade gefetzt. Das ist ja mir eigentlich relativ egal, denn ich will nur aussteigen. Und hier, nee, der Dealer ist auf der, ah, doch hier, okay. Doch hier. So, dann holen wir kurz einmal schnell hier dickes Loot weg. Und dann haben wir eigentlich das schon gemeistert, würde ich mal sagen. Also war eigentlich ganz easy, mit 5 Ständer durchzukommen. Kein Problem für mich. Ne? Ich bin ja natürlich der King der G. Der richtige, allerechte, der gute. Und deswegen gehen wir mal kurz hier einmal schnell ab. Das heißt, einmal eine Bombe, Item verkaufen, brauchen wir nicht mehr. Ah ja, genau, schon kann man nicht, weil wir haben ja nur einen 100-Euro-Schein aufgehoben. Da würde ich sagen, easy GG Win an der Stelle.